So kennt ihr sie, die Friends aus Friends. Fröhlich und freundschaftlich, im Wasser tanzend, aber wie für eine Sitcom üblich und ganz besonders für so ein weltweites Phänomen üblich, ist wenig so, wie es zuerst aussieht. Sie tanzten für diese Aufnahmen stundenlang die ganze Nacht durch, waren völlig ausgelaugt und ganz am Ende fragten sich die ganze Zeit über, was das überhaupt soll. Und da sie sich zu diesem Zeitpunkt auch noch kaum kannten, mussten sie uns diese Freundschaft vorheucheln. Und weil keine einzige Szene von Friends jemals in New York gedreht wurde, sondern in L.A., ist der Brunnen natürlich nur im Hinterhof von Warner auf dem Studiogelände zu finden, statt im Central Park. Jennifer Aniston gestand sogar, dass sie alle den legendären Theme-Song nicht mal ausstehen konnten. Doch das spielte für diesen Dreh auch keine Rolle, weil der noch nicht feststand. Sie tanzten zu irgendwas Funkigem, an dem sich auch niemand mehr der Beteiligten erinnern kann. Und überhaupt war ein ganz anderer Intro-Song in der ersten unausgestrahlten Pilotfolge zu hören, Shiny Happy People von R.E.M. Shiny Happy People. Doch am Ende passte alles so perfekt zusammen, als wäre es schon immer so geplant gewesen. I'll Be There For You von den Rembrandts wurde sogar nur für dieses Intro geschrieben, von den Creatoren der Serie, Marta Kaufman und David Crane. Und auch wenn die anderen den Song erst nicht mochten, mittlerweile werden sie alle wenigstens ein bisschen emotional dabei. Und so wie ihr nach diesem Intro hier schon dieses Intro mit etwas anderen Augen sehen werdet, so zeige ich euch, wie für unsere Videoreihe üblich, wieder unzählige Fakten, die, wenn ihr sie erstmal kennt, ihr in der Serie nie wieder übersehen könnt. Und danach seht ihr Friends, genau wie der Cast selbst, mit ganz anderen Augen. So, what do you think? Casa de Joey. Wenn wir heute an Friends denken, denken wir nicht nur an Freundschaft, sondern auch an Geld. Gerade weil die sechs Hauptdarsteller mit den letzten beiden Staffeln in den Kreis der sehr wenigen Serienstars aufgestiegen sind, die 1 Million US-Dollar pro Folge pro Nase verdienten. This is, Art. Art it is. Das ist aus gleich zwei Gründen bemerkenswert. Erstens passierte das nur, weil sie sich untereinander verständigten, dass jeder Einzelne gleich viel verdiene und sie das dann gemeinsam so verhandelten. Normalerweise hätten sie unterschiedlich viel je nach Marktwert und Wert für die Serie bekommen und am meisten davon der aufstrebende Filmstar Jennifer Aniston. Aus Freundschaft verzichtete sie damit sogar auf Gehalt, damit die anderen mehr kriegen. You work so hard. Let's move past this and try to have a nice meal all together. Zweitens aber sind diese 1 Million Dollar pro Episode nicht ihr Hauptverdienst an der Serie. Sie sind an den Lizenzrechten beteiligt. Damit verdient jeder einzelne von ihnen geschätzte 20 Millionen Dollar pro Jahr. Und was da noch nicht mit eingerechnet ist, dass allein Netflix für die Streamingrechte bei jeder Verlängerung 100 Millionen Dollar zahlt. Kein Wunder also, dass dabei so viel Geld zusammenkommt. Das Produktionsstudio Warner Brothers Television macht angeblich jedes Jahr seit dem Ende der Serie mit der Serie über 1 Milliarde Dollar. Friends ist also für die TV-Sitcoms so ziemlich das, was die Beatles für die Musik sind. Das liegt auch an ihrem Einfluss. Das Konzept von Mitzwanzigern, die sich in der großen Stadt fern ihrer Familie, ihrer eigenen Familie zusammensuchen, dabei mit ihren Jobs und ihrem Beziehungsleben hadern, ist das direkte Vorbild für andere Erfolgs-Sitcoms wie How I Met Your Mother oder The Big Bang Theory. Doch selbst die Friends sind nicht auf einer einsamen Ideeninsel geboren, wie wir euch bereits in diesem Video hier über Seinfeld zeigten. Never called me back, never apologized, nothing. Like I was dirt. What happened to the shirt? Diese Freunde selbst sind eine Anspielung auf eine ganz andere Serie. Jeder einzelne ihrer Namen stammt aus der amerikanischen Seifenoper All My Children. Chandler steht für die ganze Familie Chandler, Joey für Joseph, Monica für Monique. Phoebe für Phoebe, Rachel Green für Janet Green und Ross für Ross Chandler. What's your name? I'm Ursula. Doch damit hören die Serienüberschneidungen nicht auf. Phoebes Zwillingsschwester Ursula stammt eigentlich aus der Serie Mad About You. Die Autoren fanden es witzig, wenn Lisa Kudrows Rolle dort hier quasi die böse Zwillingsschwester ihrer Phoebe wäre. She's like this high-powered, driven career type.
What does she do? She's a waitress. Wegen dieser Überschneidung und wegen einiger anderer Cameos derselben Figuren in anderen NBC-Serien spielt Friends ganz streng genommen im selben Serienuniversum wie Caroline in the City, wie Frasier, wie Cheers und sogar wie die Dick Van Dyke Show. Sally! I heard! Doch gerade weil Friends eine NBC-Serie im Abendprogramm eines gesitteten amerikanischen Fernsehsenders war, unterstanden sie damit auch den wechselhaften und willkürlichen Anstandsregeln. What did you do? So durften sie in den ersten 3 Jahren das Wort Penis noch sagen, dann nicht mehr, dann wieder doch. Laut Co-Creatorin Marta Kaufmann durften sie ironischerweise nicht mal verpackte Kondome zeigen, obwohl sie drüben bei Seinfeld masturbierten. Aber um fair zu sein, auch bei Seinfeld mussten sie sehr darum herumschreiben. You're a woman. So what? It's easier for a woman not to do it than a man. We have to do it. It's part of our lifestyle. It's like shaving. Oh, that is such a baloney. I shave my legs. Not every day. Hey, my sweater. Ähnlich wie Seinfeld wurde Friends so zu einer Kultserie, bei der sie sich von Anfang an darüber im Klaren waren, dass die Menschen diese Folgen beschreiben würden mit die eine da mit oder die eine über, weshalb jede einzelne Folge im Original betitelt ist mit the one with oder the one where, so wie the one with the red sweater, die eine mit dem roten Pullover. Oh my God! Sehr eindeutig. I just want to be married again. Grund dafür ist, dass bei Sitcoms normalerweise nicht der Folgenname eingeblendet wird, also würden die Leute eh so über die Episoden reden. Deswegen wurde selbst die Pilotfolge im Nachhinein umgedichtet zu The One Where Monica Gets a Roommate. You remember my brother Ross? Sure! Hey! Hi. Die einzigen echten Ausnahmen sind The 100th, also die 100. Episode, und die letzte Episode, The Last One. Was ihr in allen 234 Episoden ab jetzt nicht mehr übersehen könnt, die Serie wurde optisch remastered für DVD, Blu-ray und Streaming. Aber anders als bei anderen Serien aus den 90ern, nicht indem man das alte 4:3 Bild aufzieht und damit oben und unten was abschneidet. Warner Brothers ahnte schon, dass das Bildformat 16:9 die Zukunft des Fernsehens sein würde und ließ alle Folgen schon so drehen. Doch so ganz angekommen scheint die Zukunft des Fernsehens nicht bei den Kameraleuten, denn die kadrierten das Bild für 4:3. Und so bleiben in den neueren Fassungen beim genaueren Hinsehen immer wieder Stand-ins oder die löchrige Kulisse im Bild. Außerdem sieht man jetzt in besonders scharf, dass irgendjemand immer wieder an der linken Kamera in Monicas Apartment das Bild nie besonders scharf stellte. There's no question about it. There is nothing like a Friends audience. They are just complete maniacs when it comes to Friends. Aber so ist das halt, wenn man eine komplette Serie im Studio mit mehreren Kameras gleichzeitig vor einem Live-Publikum aufzeichnet. Dass Friends so nach dem klassischen Multicamera-Sitcom-Prinzip gedreht wurde, forderte aber auch sein Tribut. So mussten sie Tom Selleck's ersten Gastauftritt als Reshoot ohne Publikum drehen, weil das eine Standing Ovation hinlegte und damit die Aufnahme versaute. Take thee, Rachel. Und damit das Publikum niemandem die überraschenden Staffel-Cliffhanger mit Spoilern versaut, wurden die grundsätzlich ohne und im leeren Studio gedreht. Oh my God. Sie nutzten die Euphorie der Live-Zuschauer aber auch. So wurden Maggie Wheelers Gastauftritte vor ihnen geheim gehalten. Sie durfte noch nicht einmal runter zum Buffet einen Donut holen. Versteckt hinter einem Vorhang kam sie unter tosendem Jubel hervor und präsentierte ihre berühmt-berüchtigte Janice. Oh. Wiederum ist in Wirklichkeit eine Parodie auf Rand Rasher mit einem Lachen inspiriert von einem Delfin und Woody Woodpecker. I'll see you later, sweetheart. You too, Chandler. Say, Rachel, I was wondering if you'd like to go to a movie with me sometime. As my lover.
Ein anderer Publikumsliebling wurde aus sehr zufälligen Gründen zu einem. Der Central Park Manager Gunter. So war sein Darsteller James Michael Tyler einfach nur der einzig anwesende Statist, der zufällig wirklich eine Espressomaschine bedienen konnte. Er arbeitete zu der Zeit tatsächlich als Barista, um sich als Schauspieler in L.A. über Wasser zu halten. Sie fragten ihn nach dem Auftritt einfach, ob er wiederkommen wolle. Und dann wieder, bis er in der zweiten Staffel endlich seinen Namen erhielt und was sagen durfte. Hey Gunter. You got stairs in your place? Yeah. Go nuts. Selbst Gunters Haarfarbe ist kompletter Zufall. Look, I don't normally ask out women that I meet in coffee houses. Gesundheit. James Michael Tyler ließ am Tag vor seinem Casting einen Freund in der Friseurausbildung an seinen Haaren experimentieren. Das gefiel den Produzenten so gut, dass er das ab dann wöchentlich machen musste. Für die nächsten 10 Jahre. Es sollte sich für ihn auszahlen. Der zufällige Komparse verdiente erst $5,000 pro Auftritt und zum Schluss 40.000. Zusammen mit den Tantiemen für die weitere Ausstrahlung von Friends wurde er tatsächlich Millionär. Das eben auch, weil er als einziger Anwesender eine Espressomaschine bedienen konnte. Eine Maschine, die in Wirklichkeit nie lief, weil sie zu laut für den Dreh war. Seriously, Gunther, you should see someone about that cold. Gets much worse, you could die. Aber von irgendwas muss ja die ausgestellte Kunst im Central Park auch bezahlt werden. Denn wenn ihr genau darauf achtet, wechseln die Gemälde alle 3 bis 6 Episoden durch. Enjoy your coffee. Und falls ihr euch auch schon immer gefragt habt, wie es sein kann, dass diese so schwer beschäftigten Mitzwanziger mitten in Manhattan, immer mitten im Café, diesen wertvollen Couchplatz ergattern können, wenn ihr genau hinseht, ist ein kleines Reservierungsschild auf dem Kaffeetisch. Und zwar immer. Außer in dieser einen Folge. Hey, we were sitting there. Okay, there is one more way to say it. Who knows it? Doch vom gut verdienenden, bald ständig ausgebuchten Kaffeemanager zum lausig verdienenden, arbeitslosen Schauspieler Joey Tribbiani. Bei ihm zeigt sich, wie nah sich Figur und Darsteller manchmal sind und wie weit voneinander entfernt. So war Matt LeBlanc tatsächlich zum Zeitpunkt des Castings komplett ausgebrannt und besaß nur noch $11. Das erste, was er sich von seinem Gehaltscheck deswegen gönnte, war eine warme Mahlzeit. I like it. Und falls ihr etwas bei Joey und seinem Essen nicht mehr übersehen wollt, LeBlanc bemerkte nicht, dass David Schwimmer sein Essen zwischen den Takes wieder auf den Teller spuckte. I'm eating it. And we finished the take. No one says anything. Cut to the rap party and we're watching the blooper reel. And I'm watching him going, oh, I remember this, this is funny. Während Schwimmer ihm eine Entschuldigung schuldet, schuldet Joey Chandler über die Jahre ja sehr viel Geld. Jemand errechnete, dass es wohl genau $119,760 seien. Okay, here's the phone bill. Oh my God! That's our phone number. Und weil LeBlanc eben nicht so ist wie Joey, tun sich einige Diskrepanzen auf. So lacht hier das Publikum nicht, weil er so geschickt eine Bluse aufkriegt. Sie lachen, weil es der 12. Versuch war. Not my first time. How you doing? LeBlanc bezeichnet sich entgegen seinem Image als eher schüchtern und zurückhaltend. What? LeBlanc spricht fließend Italienisch und Französisch. Je ma m'appelle. Pell. Great, okay, faster. Je m'appelle. Pell. Je m'appelle. Mi poupou. Doch gerade weil LeBlanc Joey spielt, stellte er den Produzenten eine sehr wichtige Frage. Warum sollte jemand mit ihm befreundet sein? Joey war zuerst als ein absoluter Unsympath konzipiert, der sich durchs Leben und die Menschen schlängelt. Sie änderten, wie sich Joey anderen gegenüber verhält. Ein Überbleibsel des Chauvinisten Joey wurde übrigens erst in der 4. Staffel zum ersten Mal laut ausgesprochen. I do have one slight request from you though. What's that? So would you be able to ask me how I'm doing? Oh, yes, do that. You can say no. Everyone will hate you, but you can say no. Yeah. No. Yes. Well, since I, you know, haven't been up to speed on the show, yes. I will say thank no. You. Yeah, how are you doing? Yeah. What smells so good? Matt LeBlanc und Lisa Kudrow hatten passend dazu für ihre Figuren einen Pitch, der sich nicht durchsetzte. Sie wollten in einer Folge bereits vergangene Szenen nachstellen und aufdecken, dass Joey und Phoebe in Wirklichkeit die ganze Zeit über zwanglosen Sex hatten. Die anderen hatten das nur nie bemerkt. Hey,
How you doing? Die Creator gestanden später, dass ihnen die Idee eigentlich gefällt und sie sich gerne vorstellen, dass Joey und Phoebe offscreen was miteinander hatten. Betrachtet es also als ungesehenen Kanon. When I first met you, you know what I said to Chandler? I said, excellent butt, great rack. Really? So sweet. I mean, I'm officially offended. So sweet. Phoebe selbst sollte eigentlich nur eine kleine Nebenrolle sein, genau wie Chandler. Doch Lisa Kudrow konnte dagegen anspielen. Und das, obwohl sie sich mit der Rolle lange sehr schwer tat. Ihr kennt ja das Phänomen, dass man die Stereotypen aus Friends auf sich selbst und seine Freunde überträgt. Der ist ein Ross, sie ist eine Monica. Und so sah sich Kudrow eigentlich eher als eine Rachel. Die anderen bestätigen, dass Kudrow eigentlich die intelligenteste und die gebildetste von ihnen ist. Kudrow ist studierte Biologin. Und so sagt sie selbst, dass sie sich ironischerweise für ihre Phoebe von Jennifer Aniston habe inspirieren lassen. Denn die sei sehr spirituell. When her spirit left her body, I don't think it went very far. What do you mean? I think it went into me. Doch wie sehr Kudrow Phoebe verinnerlichte, zeigt ihr größter Hit, Smelly Cat, Schmuddelkatze. Denn Smelly Cat ist ein anerkannter Meilenstein der Musikgeschichte und wurde nachts völlig betrunken von Kudrow und ihrem besten Freund geschrieben. Smelly Cat, Smelly Cat, what are they giving you? Smelly Cat, Smelly Cat, it's not your fault. Die eigentliche Will They, Won't They Love Story der Serie sollten eigentlich Joey und Monica werden. Doch es kam ja bekanntlich anders. Die Chemie zwischen Ross und Rachel war zu echt und die Autoren entschieden sich um. Echter als man glaubt, wie Schwimmer Jahre später zugab. Sowohl er als auch Aniston empfanden was füreinander, waren aber jeweils bereits in einer anderen Beziehung. Doch angeblich ließen sie bei ihrem ersten Onscreen-Kuss diesen echten Gefühlen einfach freien Lauf. How did not everyone know we had, were crushing on each other? We knew, we knew. Yeah, we knew, oh, for well, sure. Great. Now, thanks. Auch LeBlanc will anfangs etwas verschossen in Aniston gewesen sein. Und selbst Ross Seriensohn Ben hatte so einen gewaltigen Crush auf sie, dass er die ganze Zeit seine Zeilen vergaß. Yeah, you're funny. I'm funny? Oh, thank God. Deswegen könnte es kaum passender sein, dass ausgerechnet Friends einen ganz bestimmten Begriff in der Popkultur festzementierte. Die Friendzone. Why not? Because you waited too long to make your move and now you're in the friend zone. Rachel Green. Und es könnte wieder kaum passender sein, unter welchem Namen Jennifer Aniston und ihr damaliger Ehemann Brad Pitt in Hotels inkognito eincheckten. Mr. und Mrs. Ross Vegas. Hello, Mrs. Ross! Joeys Hund ist in Wirklichkeit auch ihrer. Ein Geschenk an sie als Glücksbringer, den Aniston für den Dreh beisteuerte. Und der blieb. Thanks, Ross. I really like that bird, though. But the dog. David Schwimmer ist der einzige im Cast, den die Produzenten beim Schreiben der Figur von Anfang an im Kopf für ihre Rolle hatten. Die Rolle ist ihm tatsächlich auf den Leib geschrieben. Sie mussten dafür aber mit seinem Alter lügen oder achteten einfach nicht drauf. Denn Ross ist in der Serie 29 Jahre alt, für 3 Jahre am Stück. Und je nach Folge hat er im Oktober oder im Dezember Geburtstag. I needed that car for transportation. How hot do I look in this, huh? Ross, a sports car? Wouldn't it be cheaper to just stuff a sock down there? Und so ist der große Bruder Ross in Wirklichkeit auch 2 Jahre jünger als seine kleine Schwester Monica. I'm the Holiday Armadillo! Die sollte ursprünglich Rachel spielen. Courtney Cox wurde Rachel Green angeboten, sie sah sich aber selbst mehr in Monica Geller. Cox leidet auch im echten Leben an einem Putzfimmel und Ordnungswahn. Sie säuberte sogar die Garderobe der anderen. Stop it! Oh my God!
It's true. Who am I? Monikas großes und bezahlbares, weil mietpreisgebundenes Apartment der Oma wurde mit der Nummer 5 eingeführt. Direkt gegenüber von Nummer 4, passend zu einem der ursprünglichen Namen der Serie, Across the Hall. Bis ihnen auffiel, dass für 4 und 5 die Wohnungen zu weit oben liegen. Also änderten sie das heimlich in 19 und 20. Eine der beliebtesten Friends-Folgen, The One Where No One's Ready, spielt übrigens nur deswegen ausschließlich in Monikas Apartment, weil sie kein Budget mehr für andere Sets und Gaststars hatten. Es kommt eben doch nur auf diese 6 Freunde an. Und noch 2 kleine Inceptions dazu. Der Kühlschrank war echt und angeschlossen. Der Cast verstaute da drin gerne seine Snacks für die Umbaupausen. Und der goldene Rahmen war eigentlich ein Spiegel als Deko, der fallen gelassen wurde. Und was auch immer auf der magnetischen Zaubertafel an der gegenüberliegenden Tür Across the Hall draufgemalt war, es wurde vom Set-Elektriker Paul draufgekritzelt. Matt LeBlanc sicherte sich das Stück nach dem Ende der Serie und schenkte sie ihm. Oh my God! Es waren eben immer auch ein Stück weit die glücklichen Umstände, die Friends zu dem machten, was es werden sollte. Matthew Perry wollte nie für die Rolle des Chandlers vorsprechen. Er half mehreren Freunden bei den Proben für ihre Vorsprechen, bis er sich dabei erwischte, dass er ihnen nur noch vorspielt, wie sie es machen sollen. Er selbst sprach an einem Freitag vor und begann mit der Arbeit am darauffolgenden Montag. Er war perfekt. Don't you see how gross that is? I mean, that's like you're using my toothbrush. You use my toothbrush. Well, that was only because I used the red one to unclog the drain. Mine is the red one. Sein Chandler Bing sollte genau wie Phoebe Buffay nur eine Nebenfigur sein, außerhalb der 4 wahren Freunde existieren. Doch sie beide spielten sich in den engeren Kreis rein. I'm gonna go get some chicken. You want some? No thanks, no chicken. Bye bye then. Seine Beziehung zu Monika war nur als ein einsamer Ausrutscher gedacht, doch sie merkten, wie gut die beiden miteinander harmonierten. Courtney Cox sagt, dass es Matthew Perry war, der ihr half, ihre Interpretation der Monika zu finden. Yeah, can I get a three-piece, some coleslaw and some beans and a Coke? Diet Coke. Perry verinnerlichte Chandler so sehr, dass er als einziger des gesamten Casts mit im Writers' Room saß, sich Gags für die Serie ausdachte, sich die sarkastischen Zeilen selbst auf den Leib schrieb. Okay. You have to stop the Q-tip when there's resistance. Weil Bruce Willis eine Wette mit ihm am Set von Keine halben Sachen verlor, absolvierte er einen mehrteiligen Gastauftritt. Julia Roberts zierte sich, eine Gastrolle anzunehmen, und verlangte von Perry, dass er ihr erst eine schriftliche Abhandlung über Quantenphysik schreiben müsse. Am nächsten Tag faxte er ihr seine zu. Danach dateten sie eine Zeit lang. Here's an idea. Have you ever worn women's underwear? Well, yes, actually, but they were my Aunt Edna's. Chandler ist immer etwas hilflos in der Gegenwart von Frauen. Chandler wurde so geschrieben, weil Perry das so wollte, weil er sich selbst so sah, auch wenn er in Wirklichkeit mit einer Baywatch-Darstellerin liiert war. I know. See, yes, that's Yasmin Bleeth. Sein Highschool-Lehrer prophezeite ihm, dass er es mit seiner Tölpelhaftigkeit und seinen Witzen nie zu etwas bringen würde. Perry schickte ihm sein Cover auf dem People Magazine zu. I love you both, but in very different ways. Oh, that's so sweet. Chandler, I don't care if you can't cry. I love you. Seinem ständigen Kampf mit der Drogensucht sei es geschuldet, dass er sich kaum noch an den Dreh von Staffel 3 bis 6 erinnern könne. Perry hatte seine eigenen Dämonen zu bekämpfen. What is wrong with you? What? What? You can't shed a tear for your dead wife? Am Ende, als sich die 6 Freunde von diesem Set und von einem großen Abschnitt ihres Lebens verabschiedeten, an diesem Ende weinten sie wirklich. Immer und immer wieder. Ihr Make-up musste immer und immer wieder neu aufgetragen werden. Eine Serie mag enden, wahre Freundschaft nicht. Und wir spürten das.